sieht die Sache so ein bisschen anders aus. Ich kann mir vorstellen, so eine Walze von 5000 Mann kommt auf die Kuh geladen. Ja. Und dann... Die haben eben nicht geworfen, weil da keine Kinder hingeladen sind. Die wollen die Sperre da. Moment, jetzt sag mal. Das ist so gefährlich, wenn da die Kinder hinrennen. Das ist nicht so. Wir versuchen jetzt mal die feindliche Linie mit den Strohballen da darzustellen. Dass sie in den Händen greifen, sind keine Speere, das sind Zielen. Das heißt, die haben eine geschmiedete Spitze und dahinter ist eine Goldbruchstelle. Die werden dem Gegner ins Schild geschmissen. Die verbiegen sich dann und damit kann der Gegner das Schild nicht mehr benutzen. Wir haben keine Sollbruchstelle da, weil wir sonst die Kilo nur einmal benutzen können. Ja, das musst du da gucken. Von Fahrt zu Fahrt. Aber wie du? Guck. Wenn das der Feind wäre, da vorne. Wir haben die nicht die Puppe da geholt. Da können die so benutzt und dann geht es rein in den Gegner. Weil die gegnerische Reihe, die Schilde wurden ja schon dadurch ein bisschen genommen oder aufgeweicht, wie durch den Wurf von den Spieler. Keine Wurfsperre, das ist ein anderes Spieler. Normalerweise waren das die Wurfsperre, die haben keine Wurfsperre, die haben keine Wurfsperre. Weil es halt rüber. Wirklich gerade weggehen, sonst kriegen die schief. Also wir machen das auch noch. Ja, können wir gucken. Doch, das ist mehr. Also hier eine Reihe und da und da und da. Immer weiter, wie das gesamte Wiesen. Mindestens. Ja. Ne? Eine Flasche, die ist kein Feind. Ja, Seite! Eine? Oh, falsch! Falsch gegangen, der eine. Jetzt fotografieren, Opa, Mann. Ja, genau, hier. Foto. Und Impetum! Martau! Was denn hier? Wenn die alle schreien würden, ne? Wir sind ja heute noch ein paar, wenn da 20, 30 kommen. Ich bin da nicht kaum. So. Du bist da gleich noch.